Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 8.6.2020. Und unser DAX, ja, lässt hier den großen Macker raushängen. Der zeigt weiter, wie viel Kohle ihm zugeworfen ist, wie locker die Kohle sitzt und wie platziert die doch auch am Markt wird. Also wir haben, glaube ich, ja, schon die stärkste Wochenkerze überhaupt im Chart drinne, die wir seit Ewigkeiten hier gesehen haben. Ich würde sagen, wir fangen auch mal von oben an, ne? Wir gucken mal von oben runter. Wenn wir uns diese Kerzenrest hier, was hier drin ist, habe ich zu lange nicht aktualisiert. Achten Sie da, legen Sie da jetzt nicht so Wert drauf auf die Linien und Sachen, die jetzt hier noch mit drin sind. Aber wenn Sie sich die Wochenkerze angucken, ne? Also ich glaube, vom Umfang her kommt die der schon recht nah hier. Wir haben jetzt sogar ein Lineal, können wir eigentlich auch messen. Es ist aber sehr markant, es ist sehr dominant, es ist unheimlich kräftig. Es sind 8,7% Zuwachs in einer Woche. Hier unten waren es 12. Ah, also in der Spitze hat man knapp 10%, 9,5, 9,5. Hier unten waren es mehr. Von der Kursspanne 1100 Punkte gewesen. Ist natürlich unten mehr wert wie hier. Hier sehen Sie schon, hier waren es 1100. Also es kommt dem sehr nahe. Prozentsatz ist natürlich hier unten anders, weil der Wert kleiner ist. Ne? Aber so vom Umfang, das ist eine Kerze, die können Sie gucken, wo Sie wollen. Finden Sie nicht halt. Ne? Also das ist Ausnahme. Das ist Ausnahmezustand ohne Frage. Das ist etwas, das haben wir so noch nicht gehabt. Das haben wir so noch nicht gesehen. Und das bringt natürlich dann definitiv Leute an Grenzwerte. Also ich sehe das nach wie vor auf allen Ebenen. Das sind starke Trends, die sind. Wir haben in den Währungspaaren unheimlich starke Trends. Und da kriegen momentan sehr, sehr, sehr viele, es haben momentan sehr, sehr viele richtig Probleme, hier drinnen zu greifen, hier drinnen sich richtig zu bewegen und nicht voll auf die Mütze zu bekommen. Und wir sehen das wirklich. Also von den Leuten, die uns so schreiben, sind nur wirklich ganz, das ist ein ganz kleiner Anteil, der sagt, oh, richtig geil und das macht mir so Spaß und das gefällt mir so gut. Die meisten tun sich hier echt gerade richtig vertüdeln und sind kurz vorm Umkippen. Und wir gucken jetzt mal rein, wo gehe ich davon aus, wie interpretiere ich das, wie gehe ich mit der Situation um. Wenn Sie jetzt hier mal im Tagesschart, zum Beispiel im Wochenchart gucken, Sie sehen, da ist nicht viel halt. Ne? Also wir sind jetzt hier unten an diese Zone rangekommen, die ist erstmal recht wichtig, aber wenn die nicht hält, dann haben wir hier oben die 13.330, dann haben wir hier oben einen Gap Close an der 13.600 und dann haben wir hier oben den nächsten Punkt, da kommt dieser alte Channel, an dem er sich abgestoßen hat, zusammen mit dem oberen Bollinger Band im Wochenchart bei 14.200. Das sind jetzt, Freunde, das sind jetzt knapp 1.500 Punkte. Wenn wir berücksichtigen, dass der DAX in Trendbewegung eher die Kerzen größer macht als kleiner, muss man sogar sagen, das ist schon nächste Woche. Das ist zum Juni-Verfall erreichbar. Tatsächlich, ohne Mist, ist hier sowas erreichbar und Sie können sich auch ausrechnen, was hier passieren wird, ne? In der Bewegung, wie viele Absicherungsgeschäfte platziert wurden für vielleicht den Juni-Kontrakt, weil viele gesagt haben, naja, wer weiß, wie es im September ist, wer weiß, wie es im Dezember ist. Aber nach dieser ganzen Lockdown-Kacke und so weiter wird es doch definitiv bis Juni richtig rumpeln am Aktienmarkt. So, und diese Erkenntnis haben ja viele hier unten getroffen. Hier war für viele klar, der Crash, das ist der Crash. Hier, das ging zu schnell, da hat noch keiner schalten können. Hat auch kaum einer richtig Long dagegen gehalten, weil alle gar keine Zeit dafür hatten halt, ne? Aber hier unten ging es dann los. Hier unten ging es dann, das war zu überrumpeln. Da haben viele gesagt, puh, das ist mir zu heiß. Und hier unten sind ganz, ganz viele Short gewesen, haben immer gesagt, jetzt muss er hoch, er muss so weit hoch auch, dass es die Köpfe dreht, dass die Leute nicht mehr dran glauben. Diesen Moment haben wir jetzt. Ne? Also jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo man sagen kann, die Leute verlieren das Vertrauen, dass der Markt fällt. Die Leute sind total geflasht davon, wie er steigt. Wir haben immer gesagt, das wird wahrscheinlich mit Nachrichten übereinander lagern, die dann die Leute überzeugen. Die fehlen, ehrlich gesagt, noch. Aber das, was in den Köpfen passieren sollte, das ist definitiv passiert, ohne Frage. Also hier, die ganzen Shorts, die sind so, es ist schon fast mundtot, ne? Man traut sich gar nicht mehr, das Wort Short in den Mund zu nehmen überhaupt. Ich hätte gedacht, das passiert hier. Ich hätte gedacht, das passiert über seitwärts, aber es ist auch was, was noch kommen kann. In der Regel enden starke Trends meist nie sehr schlagartig, sondern immer über Seitwärtsphasen. Ne? Egal, was Sie gucken, hier oben sehen Sie 6 Tageskerzen zur Seite am Allzeithoch, bevor es nach unten ging. Hier unten sehen Sie am Tief, am Jahrestief 6, 7 Tageskerzen zur Seite, bevor es runtergeht. Und sowas erwarte ich eigentlich auch. Ne? Das heißt, es kann gut sein, dass der jetzt hier einfach, vielleicht sogar bis zum Verfall, wann haben wir einen Verfall? Ne, das sind noch 2 Wochen, das wird ein bisschen lang.
Oh, vielleicht macht er 2 Wochen hier oben auf hohem Niveau immer mal hoch, runter, hier unten vielleicht noch ein Gap zu, dann wieder hoch. Wo haben wir hier das Gap bei 11, hier 10? Ne, vielleicht mal Gap zu, dann wieder hier oben mal ein bisschen hochstacheln, 12.900, vielleicht mal die 13.000 austesten. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ansonsten sind wir tatsächlich jetzt, also so von der Stimmungskurve, sind wir wirklich an dem, was ich hier erwartet habe, was ich hier sehen wollte. Ne, dass diese Selbstverständlichkeit, dass wir steigen, diese Kursfantasie, dass die nach oben kommt, haben wir immer hier unten gesagt. Ne, die Leute, die müssen die Kurse oben sehen. Die müssen auf 10 Leute. Musst du mindestens müssen dir 9 fragen, 9 sagen, wenn du die fragst, wo siehst du den DAX in einem Monat, müssen die hochzeigen. Na, das ist jetzt so. Na, ganz viele, die jetzt hier tatsächlich schon Allzeithoch sehen, die sagen, ja, der fällt nicht, ist viel zu stark, ist viel zu viel Geld im Markt, na, hier viel zu viel Fed und viel zu viel EZB, darf man sich nicht gegenstellen und so weiter. Das ist da. Ja, das war hier noch nicht. Hier haben ganz viele mit der zweiten Welle gerechnet. Jetzt sagen ganz viele, ja, wir sehen vielleicht eine zweite Corona-Welle, aber es wird keine zweite Abwärtswelle am Aktienmarkt geben. Das heißt eigentlich eine schöne Voraussetzung, aber ist trotzdem etwas, was man warten muss. Ne? Also genauso geduldig, wie wir gesagt haben, wir müssen darauf warten, dass diese Indikatoren kommen, ne? Dass es passt einfach, dass die Stimmung kippt und so weiter und so fort. Müssen wir auch warten, dass er tatsächlich nach unten fällt, weil sonst haben sie das Problem, wenn sie sich hier schon volle Hütte dagegen stellen, kann das passieren, der läuft noch hier hoch. Ne? Der macht vielleicht noch eine 13.200, macht vielleicht noch eine 13.500, macht vielleicht eine 13.550, vielleicht kommt auch gar keine zweite Welle, das, was jetzt gerade alle denken, und er rennt einfach durch bis 14.000. Na? Dann kriegen sie ein Problem. Das heißt, wir müssen jetzt hier abwarten. Abwarten und gucken, dass wir stärkere rote Kerzen sehen als grünere Kerzen. Das ist ganz, ganz wichtig für eine Trendumkehr. Wir brauchen stärkeres Movement nach unten. Wir brauchen stärkere Bewegung nach unten, wie dass sie hochkommt. Ja, das heißt, die roten Kerzen müssen größer werden als die kleinen. Auch auf Stundenebene können sie auf sowas achten. Ne, auch im Stundenchart, die roten Kerzen, die müssen kräftiger werden. Solange das nicht ist, dreht er nicht um. Ja, und ohne dass er umdreht, kommt er nicht runter. Das ist Naturgesetz, das geht nicht anders. Ja, deswegen üben Sie sich in Geduld. Ich finde es weiterhin attraktiv, aber ich fand es auch hier unten schon attraktiv. Und Sie sehen, wir stehen jetzt hier schon knapp über 1500 Punkte höher und das in fast einer Woche. Ne, wenn er noch so eine Woche macht, dann Brot Mahlzeit halt. Ne? Also dann tut Short halt richtig weh. Tut es ja auch jetzt schon. Ne? Alle, die jetzt hier Short aufgebaut haben, das ist ja zum Auskotzen einfach. Ne? So, aber wir haben jetzt hier eben diesen Dreifachboden, der ist ganz nett. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier erstmal die Seitwärtsphase kriegen über eine Woche und dass wir aus der dann runterdrehen. Das wäre so meine Erwartungshaltung. Als Indikatoren dafür brauche ich aber diese roten Kerzen. Das ist wichtig. Ne? Schreiben Sie sich das irgendwo hin, mappen Sie sich da auch immer mal gegen die grünen Kerzen Short zu bauen. Haben Sie schlechtere Wahrscheinlichkeit einfach auf Ihrer Seite. Das ist so. Es kann sein, dass Sie dann hinten raus eben in Gewinn kommen. Kann auch sein, dass Sie das machen, um sich, was weiß ich, ein bisschen weniger Stress zu machen, indem sie einfach sagen, hier, aber warten, also es ist einfach empfehlenswert zu warten, bis die Kerzen auf der roten Seite wieder länger sind. Ja, Rücklaufziele hätten wir dann in dem Sinne hier schon um die 11.800, hier so um die 200-Tag-Linie, die wird von oben raus auch eine Unterstützung jetzt, ohne Frage, 12.100 und wir haben hier die 12.400. Das sind so die drei großen Punkte von oben, die man aus Tagesschau sich annehmen könnte, wenn er fällt. Er muss aber fallen dazu. Solange er nicht fällt, können Sie hier oben zielen, vielleicht sogar noch auf den Gap-Close bei 13.560. Hier oben ist auch noch ein offenes Gap, ja, das ist bei 13.740 und hier hat er angefangen, Apple. Ja, Apple hatte hier gesagt, na, wir gehen davon aus, dass haben die Prognose angepasst, Gewinnwarnung quasi gemacht und haben gesagt, wir gehen davon aus, dass Corona Einfluss nehmen wird auf unser Geschäft, schon direkt hier. Ist eigentlich krass, wenn man es so will. Ich weiß nicht, ob die sich abgesichert haben, selber dann auch, aber es soll auch egal sein. So, und dann ging das zack, zack, zack und dann kam hier das Gap, das war erste Zahlen in Italien. Ne? Da hatten wir die ersten bestätigten Corona-Fälle in Italien tatsächlich gesehen, die ersten 5 oder wie viel es waren, ne? Die man in Italien hatte, und dann ging das relativ schnell und die ersten Lockdowns kamen dann, glaube ich, hier, so knapp 1,5 Wochen später. Und ab hier ging das dann erst mit den Lockdowns los. Ne? Und wer seitdem auf Lockdown und steigende Infektionszahlen gewettet hat, zu dem Zeitpunkt hatten wir 10 in Deutschland, zu dem Zeitpunkt hatten wir knapp 100 und es ging schon wieder nach oben. Ja, also jetzt zu sagen, okay, die Zahlen werden jetzt wieder steigen, deswegen muss der Markt fallen, das hat ja beim letzten Mal schon nicht geklappt. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Immer wieder vor Augen halten. Diese Bewegungsphase, Lockdown, steigende Infektionszahlen, diese Phase, Erwartungshaltung, dass sowas vielleicht kommt. Aber es war da noch nicht da.
Es ist immer, der Markt handelt immer die Erwartung. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Auch die Amerikaner, gucken Sie, wo die Amerikaner das Tief haben, wo die waren später, viel später dran als wir. Das ging erst hier los, da war der Markt schon hier, da war er schon wieder im Rücklauf. Hier ging das mit den Amerikanern los, dass die plötzlich so mit den Zahlen nach oben gegangen sind. Ne? Und dann hier sind die Zahlen explodiert bei den Amerikanern. Immer weiter hoch, immer weiter hoch. Gucken Sie, wie der Markt gelaufen ist halt. Ne? Also auch können Sie Dow Jones daneben legen, das ist ja ähnlich mit dem hier. Gut, also das soweit das übergeordnete Bild, Wochenchart, Tageschart. Wir sind noch in der Aufwärtsbewegung. Wir hätten hier oben, wie gesagt, noch Punkte. Wenn er jetzt diesen Dreifachboden nicht nach unten ausgespielt bekommt, wenn er den jetzt nicht nutzen kann, um nach unten umzukippen, kann auch weiter steigen. Ne? 13.000, 13.100, das wäre jetzt so das nächste. Und dann 13.500 rum, Gap Close. 13.550 Gap Close, wenn er weiter nach oben durchdrückt. Sind noch gut 800 Punkte. Pff, das schafft er in 2, 3 Tagen. Ja, also da wirklich aufpassen, man muss die roten Kerzen kriegen. Das Gebiet ist super. Das ist ein idealer Bereich, um wirklich nach unten wegzudrehen. Aber es muss kommen. Ja, stellen Sie sich nicht zu sehr mit dem Kopf gegen die Wand. Das muss kommen. Sie brauchen Bestätigung. Und wenn Sie die langen roten Kerzen haben, können Sie immer noch in die Kerze dann reingehen. Ne, das ist eher mehr, ich weiß nicht, soll ich es Ihnen verraten? Nee, das ist eigentlich eher was man. Ich gebe Ihnen schon immer viel mit, wir müssen nicht alles machen. Weil ihr habt da auch Setups für sowas, die wir auch auf dem Seminar dann eben auch mitgeben. Und da probiere ich dann mal. Ich werde bei uns auf der Seite da noch die Kurse machen. Ich wollte eigentlich jetzt auch am Wochenende da noch einiges fertig kriegen, aber das ist. Man wird nicht fertig hier. Ich sitze auch schon wieder hier am Video und mache hier und dann habe ich den Jungs noch versprochen, dass wir noch eine Analyse zur Allianz im Premium-Dienst rumschicken. Und was wollten wir noch uns angucken? Die Thyssen, die steht hier noch auf dem Zettel. Gold wollte ich noch eine Analyse rumschicken. Und dann ist auch der Sonntag schon wieder vorbei. Und naja, aber da werden noch Kurse kommen, die werden wir dann auf unsere Website reinstellen. Da werden auch einige, werde ich da kostenlos mit reinstellen. Das ist einfach von so Sachen, wo ich sage, das muss jeder mal wissen. Und für manche Sachen, die kann ich nicht kostenlos bereitstellen. Das geht nicht. Die bringen mir einfach auch selber zu viel, ne, dass ich das so nutze. Da. Das, nee, das will ich dann auch nicht. Weil da sind immer so viele, die gucken sich das alles hier an, die holen sich den kostenlosen Content und schimpfen immer nur und beleidigen und sagen nie Danke und dafür dann nicht halt, ne? Also das ist mir dann, dafür möchte ich es nicht machen. Egal. Wichtig ist, das gebe ich Ihnen trotzdem mit, gucken Sie drauf, dass die roten Kerzen größer sind als die grünen. Vorher kommt nichts runter. Ne? So, dann haben wir hier einen Blick auf 2 Stunden. Hier haben wir letztens eine Zone ausgeklappert. Wann haben wir die gesetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Gestern, vorgestern. Also, was heißt gestern, vorgestern? Freitag, Donnerstag müssen wir die gesetzt haben. Donnerstag, Mittwoch. Da waren wir dran. Sehen Sie, wenn Sie genau hingucken, der Pfeil war dran. Auch wenn er die Marke nicht genau getroffen hat, aber unser Kästchen hat er getroffen. Auch wenn das gar nicht bewusst war. Ne, also, zumindest, ich habe da nichts an der 860, wo er dran war. Außer mein Kästchen. Aber das Kästchen hat jetzt da wenig Bedeutung. Das sollte Ihnen bloß zeigen, dass in dem Bereich dieser zwei Marken eben hier mit Widerstand zu rechnen ist. Ne, da hat er reagiert. Ich würde jetzt hier trotzdem mal ein bisschen tiefer auch gehen. Das ist so viel Volatilität hier momentan wieder. Auch hier sehen wir, rote Kerzen sind noch recht klein, sind auf jeden Fall gelingt runter zu und nicht schneller zu sein als hoch zu sein. Das heißt auch hier erstmal noch nicht zwingend ein Indikator dafür, dass es tatsächlich klappt hier. Ne, aber er zeigt hier oben Gegenwehr, das ist schon mal gut. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Zone einfach nochmal mit. Nehmen wir die Zone einfach nochmal mit. Ja, setzen den hier nochmal dran. Einfach nochmal so ein Pfeil. Das erste Mal hat er schon reagiert. Das zweite Mal dann bestimmt ein bisschen weiter von oben. Ja, dass wir sagen, vielleicht denkt man, dass er hier so drauf zurücksetzt. So, das wäre eine Idee für den Montag. Vielleicht kommt er mit kleinem Aufwärtsgap rein. Ne, und drückt sich dann von hier unten wieder rüber. Und unten haben wir jetzt hier eigentlich den Gap Close. Die 12.10 ist jetzt die erste schöne Unterstützung, die wir haben. Die ist recht wichtig. Das haben wir sogar aus dem Tageschart heraus gesehen. Das heißt, die bekommt Bedeutung. Ein bisschen vorher muss man aufpassen. Bereich ab 4,75 geht das los. 4,75 bis 4,10 ist jetzt Unterstützungszone. Ne? Das heißt, hier können wir mal so einen kleinen Unterstützungspfeil reinmachen. Mittlere Band, untere Gapkante sollte man auch mit im Blick haben. Das ist die 11,55. Wird bestimmt reagieren nach oben. Müssen Sie drauf achten. Ist immer heiß, was mag der Markt? Mag der Markt, sag ich, der Markt mag das. Ne? Diese unteren Gapkanten, weil dann immer alle denken, ah, jetzt macht er das Gap zu und dann dreht er genau auf der Stelle nochmal nach oben und kickt die alle raus. Das macht er so oft. Muss man mit auf dem Zettel haben. Ja, also die 560 schreiben sich mit auf. Wenn die kommt, 550, 560, bestimmt für eine Reaktion gut. Ansonsten hätten wir dann tiefere Bereiche um 475 bis 410. Mehr dürfte vom Montag noch nicht relevant werden, aber wenn geht er tiefer, auch hier 12,
12.100 rum, wieder Gap-Unterstützung, eher dann aber hier fast den Bereich um 11.800 und das ist ja auch der Bereich, den wir auch im Tageschart gesehen haben. Ja, das heißt, wir haben dann hier noch Unterstützung und da unten. Das heißt jetzt nicht, dass er komplett alles wieder runterrennen muss, aber das sind jetzt so die Rücklaufbereiche halt. Ne? Das heißt, wenn er in ähnlichem Tempo wieder runterkommt, wie er hochgekommen ist, ist es realistisch, dass er die Bereiche anläuft und auch reagiert. Ne? So, das ist da unten die 11.800 und das ist hier oben der Bereich um 12.040. Schreiben Sie sich lieber 12.40 auf, auch wenn die Gap-Kante bei 12.75 liegt. Das sind jetzt interessante Zonen, an denen reagiert werden kann. Ich glaube, von hier dürfte bis zur 300 hochgehen, bis zur 320 und von hier unten von 11.800 kann er sogar bis ans Hoch zurück. Also die ist eigentlich noch mächtiger. Na, da würde ich schon, also Minimumziel 12.165, der wird eher höher gehen. Na, wenn der hier unten drauf knallt von oben, schafft es bestimmt, ja, also bis, vielleicht auch bis hier, 12.400 nochmal ran. Das müsste man, sieht blöd aus, ne? Gucken wir uns dann an, wenn es relevant ist. Wird nicht Montag relevant sein. Wird eher hier wahrscheinlich eher hier oben rumhampeln. Vielleicht sogar, ja, sollte sich oben drüber legen. Von oben dann nochmal auf der Zone drauf, ne? Ich rechne mit seitwärts. Ich dachte eben, wie es ist. Also ich gehe davon aus, wir brauchen hier oben jetzt, kriegen jetzt keinen Schlag nach unten. Ich glaube, wir bringen die Shorts, die da sind, einfach noch unter Stress kriegen. Ich glaube, wir kriegen aber auch zu viele Long-Positionen schon rein, zwischenzeitlich, ne? Die Absicherungen sind zu viele auch raus. Das sind nur noch Restbestandspositionen drin, die von tiefer einfach kommen. Und die kriegt man auch gut rausgedrückt, indem man einfach lange auf hohem Niveau bleibt. Und das würde ich noch erwarten. Das haben wir unten auch immer gesagt. Wir brauchen diese Seitwärtsphase. Wir brauchen, dass die Leute sich im Kopf drehen. Und dann braucht man den Impulsstoß nach unten. Ne, der durchaus dann auch mit einer Nachricht kommen kann, die eigentlich vielleicht positiv ist, wo dann aber alle sagen, und dann fällt der Markt und alle sagen, hä, warum fällt er denn jetzt? Ist doch eigentlich positiv und dann, das wäre gut. Ne? Und ja, ansonsten oben, wie gesagt, die 13.200 und dann sind das so die Marken, Gedanken, Ideen, Positionen, mit denen ich mich beschäftigen würde zum Montag. Ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir positiv reinstarten, ne? Dass wir noch nach oben stechen, dass wir vielleicht sogar noch ein neues Hoch machen hier in die Zone rein und dass wir dann aber seitwärts abkippen über den Tag, ne? Dass wir dann wirklich vielleicht so wieder fallen, ja, wieder auf das Niveau zurück, vielleicht mal ein Doji in Tageschart. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Sollte er aber mit Aufwärtsgap über 13.000 reinkommen, passen Sie ein bisschen auf, dann kann der bis 13.5 durchziehen. Das ist einfach so. Okay? Gut, dann mache ich jetzt hier zu. Haben wir mal von oben bis unten durchgeguckt. Und dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie was gut rauskriegen. Und stellen Sie sich nicht zu sehr gegen sich selber. Ne? Der Markt kann alles, der muss nichts. Der muss weder umdrehen, noch muss er irgendwo hin zurück, noch muss er oben was machen. Muss es nicht. Deswegen achten Sie schön drauf, wie der kommt. Versuchen Sie so viel wie möglich ohne Vorurteile ranzugehen. Na, und schon gar nicht versuchen, mit Nachrichten irgendwas zu rechtfertigen. Das funktioniert nicht. Na, das sind immer die Leute, die uns dann sagen oder uns dann schreiben: Hä, das ist total übertrieben, das ist total krass, das ist total krank, das hat doch nichts mehr mit Realität zu tun. Und ja, das ist halt der Markt. Der ist irrational. Der ist nicht rational. Na, das muss man verstehen einfach, das ist wichtig. Ja, und dann versuchen mit dem Geld mitzuschwimmen. Gut, Freunde, ich mache jetzt hier aus, ich drücke Ihnen die Daumen, viel Erfolg und wir hören uns morgen. Ciao.